Das steht da ungefähr 50 Euro mehr. Ja, ja, ja. Haben wir auch schon gesagt. Ne? Ja. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr. Erstes Mal zur Einstellung. Ja, du, ich hab auch gleich den Praktikanten gesagt, der soll mal Gas geben, aber irgendwie. Da habe ich gedacht, machen wir die Geschichte mit dem kühlen Kopf bewahren, dass wir die Eiskugeln über Tresen halten. Die anderen möchte ich auch hier vorne haben. So, jetzt wird das alles aufessen. Danke für das Eis. Ich danke euch. Danach wurde ich eigentlich nochmal zu Manuel Dieselmeier. Und dass wir dann alle, der hat noch einen goldenen Hammer. Vielleicht können wir den Nagel auf den Kopf treffen mit dem goldenen Hammer. Da oben liegen. Einfach, der macht 1000 Fotos. Machst du so, lecker so. Nicht immer das gleiche Gesicht. Mal lachen, mal zählen, mal mit, mal ohne. Und der nächste Step, wenn wir das noch, könnten wir auch noch machen. Wir könnten auch noch alle ins Live-Fitness. Und dass man auch Kraft und Ausdauer hat irgendwie. Geiler, das ist sowieso die Folge. Dann wurde ich nach Hamburg. Einmal den Hauptbahnhof. Wir verstehen nur Bahnhof. Oder mit der Musik verstehen nur Bahnhof. Und dann wurde ich nochmal alles im Fluss. Auf beiden Seiten der Elbe. Dass wir noch ein Foto haben, wo wir an der Elbe sind. Wenn wir zurückkommen, so gegen 17 Uhr. Spätestens. Wo wir dann, sie brauchen eine extra Wurst, bei Ulrich und Ulrich kein Problem, und wo wir dann eben die Wurst über den Tresen reichen. Okay, gib nochmal alle. Schön bei mir bleiben, ja. Nicht woanders hinkommen. Auf Ulrich und Ulrich. 170 Meter, da auf der anderen Seite.